Nun, was ist Korsur? Noch nichts zu sehen, Herr Major. Wo bleiben denn die Kerle, verdammt nochmal? Es fehlen noch 2 Minuten, Herr Major. Ich verlange von meinen Leuten Pünktlichkeit. Es sind Zivilisten, Herr Major. Sparen Sie sich Ihren Kommentar, Leutnant. Jawohl, Herr Major. Los, Ross! Hoch, los, Ross, ihr beiden, aber schnell! Das eine kann ich dir sagen, wenn ich die Arme da los bin, dann drehe ich dir die Nase nach hinten. Aufhören! Aufhören, habe ich gesagt! Verzeihen Sie vielmals, Mr. Kling. Ein Missverständnis. Ein schreckliches Missverständnis. Herr Major? Sind Sie wahnsinnig geworden? Lösen Sie sofort die Fesseln. Aber Sie haben doch selbst... Halten Sie den Mund! Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Befehl, Herr Major. Boden hoch. Oh, entschuldige. Was glaubst du, wie leid mir das tut? Geben Sie mir die Pässe, der Herr. Bitte, Herr Major. Und nun verschwinden Sie. Zu Befehl. Aber schnell. Aufsitzen. Ich glaube, Sie sind uns eine Erklärung schuldig, Major. Chandor. Die Erklärung ist sehr einfach. Ich habe einen Auftrag für Sie. Ich glaube kaum, dass wir ihn unter diesen Umständen annehmen werden. Aber, wer wird denn so empfindlich sein? Bitte. Hören Sie mal, großer Häuptling. Ihre Vaterlandsverteidiger haben uns mitten in der Nacht aus der Koje geholt. Mit Armbändern verziert und mir mit Hilfe ihrer Schießprügel eine halbe Wanderniere beigebracht. Und dann über die Grenze geschleppt. Und da sagen Sie, man soll nicht empfindlich sein? Ein bisschen viel verlangt, finden Sie nicht? Ja, ja, Mr. Burte. Ich werde den Verantwortlichen selbstverständlich zur Rechenschaft ziehen. Oh. Da wird sich meine Niere aber freuen. Was sollen wir für Sie tun, Major? Es ist nicht viel, was ich von Ihnen verlange. Männer wie Sie erledigen das im Handumdrehen. Noch haben wir nicht Ja gesagt. Major, kommen Sie zur Sache. Wir möchten nämlich gerne in unser Hotel zurück. Aber gern. An unserer Nordwestgrenze, am sogenannten Dreiländereck, ist ein höherer Regierungsbeamter eines Nachbarstaates spurlos verschwunden. Leider unterhalten wir zu diesem Staat keine allzu guten Beziehungen. Oh, wie peinlich. Nicht wahr? Besonders für den Mann, der ihn bewachen sollte. Mhm. Wir haben ihn gestern erschießen lassen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der Mann auf dem Territorium Ihres Landes verschwunden. Ja, sehr richtig. Ach, und nun will die andere Seite ihren verloren gegangenen Administrator natürlich wiederhaben, was? Nein. Warum sollen wir ihn dann suchen? Weil ich diesen Mann gern kennenlernen möchte. Also gut, Major. Wenn Sie uns den Namen des Mannes sagen und eine Personenbeschreibung geben, dann werden wir ihn suchen. Vielen Dank. Der Mann heißt Achille Berge. Wie er sich jetzt nennt, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ich kann Ihnen leider keine Beschreibung geben, weil, wie gesagt, ich möchte diesen Herrn ja erst kennenlernen. Ach, dann geben Sie uns doch wenigstens einen Blindenhund mit, ja? Auch damit kann ich leider nicht dienen. Aber ich stelle Ihnen Leutnant Korsur zur Verfügung. Und der ist fast noch besser. Meine Herren? Einen Moment, Major Chandor. Unsere Pässe, bitte. Oh ja, die Pässe, die hebe ich Ihnen selbstverständlich auf. Wie leicht kommt sowas hierzulande abhanden? Oder Sie könnten damit schnell über die Grenze. Soll das etwa heißen... Ja, das heißt, Sie bringen mir Berge und ich gebe Ihnen die Pässe zurück. Und keine faulen Tricks. Ich werde Sie finden. Viel Erfolg, meine Herren. Ab. Dem sollte man doch in den... In netter Form natürlich. Na, meine Herren, dann wollen wir mal. Mein Jeep steht da drüben. Kommen Sie bitte. Da wären wir. Ja, das kann man wohl sagen. Eingeschlafen? Nee, ausgehakt. Kommen Sie. Da haben Sie es, das Dreiländereck. In voller Größe. Hübsch. Abwarten. Da hinten liegt Rovino. Der nächste Ort
ist Jana und das Dorf auf halber Höhe da drüben heißt Otognai. Die Grenze verläuft dort drüben auf der Berghöhe. Sie berührt drei Staaten. Daher der Name Dreiländereck. Komisch, wäre ich nicht drauf gekommen. Und wo ist dieser Achille Berge seiner Bewachung entkommen? Berge wurde nicht be-, sondern überwacht. Oh, es lebe der kleine Unterschied. Wir sind davon unterrichtet, dass die andere Seite in diesem Gebiet einen Aufstand unterstützen will. Achille Berge ist Fachmann in solchen Dingen. Allerdings fehlen uns Beweise. Und die sollen wir beschaffen. Genau. Und Achille Berge finden. Ich verstehe immer Aufstand. Weshalb wollen die Leute dann aufstehen? Es geht ihnen doch gut. Ich meine, wenn man den Berichten ihrer Presse und der Regierung glauben darf, Leutnant, dann ist ihr Land doch beinahe ein Paradies, oder? Selbstverständlich, nur es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Ja, danke, das Sprichwort ist bekannt. Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Leutnant. Wo wurde Achille Berge zuletzt gesehen? In Otognai. Aber das will nichts besagen. Er kann heute schon in Jana oder Rovino sein. Vielleicht ist er auch schon wieder über die Grenze oder irgendwo in den Bergen. Warum suchen Sie Berge eigentlich nicht selbst? Die Bevölkerung ist nicht sehr kooperativ, Mr. Kling. Auch spricht sie die Sprache des Nachbarlandes. Das Tal ist, wenn Sie so wollen, eine fremdsprachige Enklave in unserem Staatswesen. Mit anderen Worten, Ihre Leute haben dieses stille Tal klammheimlich eingemeindet. Aber nicht doch. Es wurde uns rechtmäßig zugesprochen. Und jetzt wollen die jungen Bürger natürlich wieder heim in ihr Reich. Jonas. John, wenn du mich fragst, sollen die hier machen, was sie wollen. Wir fahren nach Hause. Aber Sie vergessen, dass wir Ihre Pässe haben, Mr. Borte. Erstens das. Und zweitens möchte ich jetzt Achille Berge wirklich gerne kennenlernen. John. Du doch auch. Ja, schon überredet. Aha. Findest du? Man hat es eben auch hier nicht gern, wenn Offiziere der Besatzungsmacht Touristen abliefern. Mhm. Noch nicht. Schätze, der Fremde gilt hier nicht viel. Schätze, wir verlassen die Stadt, Fremder. Los! Gefällt es Ihnen hier? Oh, das Wetter ist schön, der Himmel lacht, die Gegend ist so ruhig. Ja, nur die Leute hier scheinen Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen zu sein. Dann steigen Sie ein. Ich bringe Sie in Ihr Quartier. Los. Ah, Maria. Man fasst es doch nicht. Zahlt man seine Rechnung im Voraus, ist der einzig gut aussehende Mann weit und breit. Und nun sowas, das ist doch nicht zu glauben. Und wahrscheinlich hält auch sie nichts von Touristen, die von einem Armeeoffizier hergebracht wurden. Ich, Tonko. Auweia. Bitte, rauchen. Ja? Naja, hier hast du ja jemand, da, nimm. Da. Tonko! Auweia. Für das eine kann ich dir sagen. Sobald es dunkel wird, mache ich die Pantinen scharf.
Irgendwie komme ich schon über die Grenze. Darauf kannst du dich verlassen. Das wirst du schön bleiben lassen. Komm, da lasse ich noch eine Vase von runter. Übernimm dich nicht. Danke. Kann ich abräumen? Ja. Das Essen und der Wein waren ausgezeichnet. Danke, Maria. Kennen Sie Achille Berge? Oh, Sie kennt ihn. Bitte entschuldigen Sie. Ich möchte Berge sprechen. Wenn Sie jemanden kennen, der mit ihm in Verbindung steht, so sagen Sie es bitte schnell weiter. Es ist sehr dringend und im Interesse von Achille Berge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Maria, es ist sehr wichtig. Wetten, in spätestens einer Stunde weiß unser Freund Bescheid. Gewonnen. Mr. Kling? Ja? Bleiben Sie ganz ruhig. Eine falsche Bewegung und die Welt ist um zwei Verräter ärmer. Achille Berge? Ja, Mr. Kling. Sie stehen auf der falschen Seite. Wir kämpfen für die gerechte Sache. Ja, das sagen alle. Kommen Sie lieber raus. Wir möchten Sie gern kennenlernen. Später, Mr. Burte. Ich rate Ihnen nur, sofort ins Haus zu gehen und dort zu bleiben. Hören Sie, Berge, wir wollen uns nicht in Ihre Angelegenheiten mischen. Wir sind nicht freiwillig hinter Ihnen her. Das weiß ich, sonst wären Sie auch schon tot. Und nun tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Nicht alle meine Leute sind so duldsam wie ich. Hören Sie mal, großer Meister, wenn wir jetzt über die Grenze wollen, lassen Ihre Leute das wenigstens zu. Tut mir leid, dafür kann ich nicht garantieren. Das ist ein schwacher Trost. Gehen Sie jetzt ins Haus und bleiben Sie da. Berge! Also, gehen wir. Wohin? Ins Haus. Und dann zum Fenster wieder raus. Tonko! Tonko! Pass schön auf! Sache gefällt mir nicht. Ja, da hast du ganz schön recht. Jones, wo würdest du dich verstecken, wenn du Berge wärst? Keine Ahnung. Auf alle Fälle möchte ich hier nicht begraben sein. Oh, manchmal bist du ein Gemütsathlet. Gemütsathlet. Und um das festzustellen, musstest du mit mir auf den Friedhof gehen? Ein seltsamer Friedhof. Nur alte Grabsteine. Wo begraben die wohl heute ihre Toten? Oh, das ist eine Aussicht. Komm lieber runter, bevor du dir die Knochen brichst. Ach was, wieso denn? Das ist doch alles massiv hier. Jones! Oh! Jones! Jones, bist du okay? Du glaubst ja nicht, was Tote manchmal für merkwürdige Gebeine haben. Oh, Jones, komm raus, mein Alter. Da, Mensch. Hältst du das für ein Ober- oder für ein Unterschenkel? Du, das muss ein Massengrab sein. Von den Knochen liegen mindestens noch 100 da unten. Leg das zurück und komm sofort heraus. Aber warum denn, John? Vielleicht gibt's Finderlohn. Ja, in Form von blauen Bohnen. Wenn uns jetzt jemand beobachtet hat, sehen wir herrlichen Zeiten entgegen. Okay, wie du willst. Mein lieber Scholli. Ich sag dir, wenn die anderen Gräber ähnlich bestückt sind, dann reicht das hier für ein ganzes Regiment. Da, kleines Souvenir. Danke. Verdammte Kiste. Wenn wir die Spielregeln einhalten wollen, müssen wir jetzt Major Schandor verständigen. Das wird unser Freund Berger aber gar nicht gerne haben. Dann wollen wir es auch fallen bleiben lassen. So,
Sag mal, was willst du eigentlich hier? Oh, Land und Leute kennenlernen. Jetzt muss das Blasrohr sprechen. Da ist doch einer. Im Maisfeld sitzt er. Übers Feld. Doch erwischt. Da sieht ihr das an. Ein scharfes Ei. Der wollte uns fertig machen. Ja. Wie kommt denn der zu meiner Zigarettenmarke? Das sollten wir Tonko fragen. Komm, wir sind hier auf dem Präsentierteller. Was ist denn das? Komm. Mann, ein Landekreuz. Aha. Jetzt wissen wir wenigstens, wie die Waffen hierher kommen. Ja, Versorgung aus der Luft. Ja. Ah, gehen wir da mal lang. Ach, sieh mal einer, guck. Eine einsame Villa. Die sollte man sich näher ansehen. Lass mich mal, ich habe einen Schlüssel. Nach Ihnen, Sir. Mein lieber Alter. Ein Kommandostand. Die Jungs sind aber gut organisiert. Ha. Ein Kommandostand. Aufstandsschwerpunkte? Reserveräume? Versorgungswege? Nachrichtenverbindung. Alles bis ins Kleinste vorbereitet. Aufrufe für den Tag X, Befehle und ein Stufenplan für den Aufstand. Vom Berge unterschrieben. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Handoch. Achille Berge, nehme ich an. So ist es, meine Herren. Berge oder Tonko, ganz wie Sie wollen. Und nun nehmen wir fein die Hände höher. Meine Hochachtung, Berge. Sie hatten eine vorzügliche Maske als Tonko. Danke. Tja, Ihre Waffen brauchen Sie nicht mehr. Nun muss ich Sie leider erschießen. Sie wissen zu viel und würden unsere Pläne nur gefährden. Das kann ich sehr gut verstehen, Monsieur Berge. Aber leider wird daraus nichts. Darf ich fragen, warum nicht? Weil Sie gleich von hinten eins auf die Nuss bekommen. Ist doch komisch, dass die Leute immer wieder auf diesen uralten Trick hereinfallen. Hier die Kanonen. Und nun? Zusammenpacken und zur Schande mit ihm. Hm. Mach den Jeep draußen klar. Meine Herren, Sie haben unserer Regierung einen großen Dienst erwiesen. Dafür bedanke ich mich. Schon gut, Major Chandor. Eine Frage noch. Zunächst ein Tipp, wenn ich mir erlauben darf. Oh ja, bitte, bitte. Die Halbwilden dieser Gegend haben es gar nicht so gern, wenn man ihnen ihren Häuptling entführt. Aus diesem Grunde darf ich Ihnen empfehlen, meine Herren, sich ein wenig vorzusehen. Verräter leben hier nicht lange. Das lassen Sie unsere Sorge sein. Major, was haben Sie mit Berge vor?
Den werden wir nach Jana bringen und dann öffentlich hinrichten. Die Leute brauchen ab und zu eine kalte Dusche. Meine Herren, ich habe leider noch zu tun. Also John, den Kerl sollte man doch in den... Aber nicht in netter Form. Komm. Du, John, wir können nicht zulassen, dass Berger aufgehängt wird. Sprich mir aus der Seele, alter Junge. Ach, seid ihr die beiden, die Berge geschnappt haben? Ja. Eine feine Leistung, muss ich sagen. So dem Hundesohn Schandor in die Hände zu spielen. Denn genau das hat der Major gewollt. Ohne Berger hat er leichtes Spiel mit dem Aufstand. Da hat er recht. Was sollen wir bloß machen? Wie hieß der Ort? Hm? Wo Berger hintransportiert wird? Jana! Ich weiß nicht, John, du hast auch schon mal bessere Ideen gehabt. Wir können doch hier nicht einfach den Wagen überfallen. Das ist doch glatter Selbstmord. Der ist doch bestimmt überwacht und... Red nicht so viel, Alter. Wir müssen Berger rausholen. Los. Vorsicht. Du hast ja recht. Ein feiner Hildentod ist immer noch besser als an Herzverfettung gestorben. Komm. Runter hier unter Deckung. John, die sind bewacht. Ja, ich sehe es. John, wir sollten den Quatsch lieber lassen. Wir haben doch keine Chance. Fast keine. Das ist so eine freundliche Art, einem Mut zu machen. Mach's gut, John. Mach's besser, Jones. Wir lassen die Motorräder durch. Jetzt! Rauskommen! Los, los, schnell! Die Hände über den Kopf! Los, raus! Ich werd verrückt. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Ohne Ihre großzügige Hilfe wäre ich niemals ins Hauptquartier gekommen. Entschuldigen Sie, Berger. Bitte. Und Sie, Leutnant? Wissen Sie, Mr. Kling, ich bin hier geboren. Achille Berger ist mein Chef. Hätten Sie das nicht gleich sagen können? Wo ist Chandor? Wollen Sie ihn sehen? Aha. Mhm. Na, da freue ich mich drauf. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Eins würde mich noch interessieren. Wann bricht der Aufstand los? Überhaupt nicht, Mr. Kling. Jetzt, wo ich Chandor habe, werden wir auch ohne Waffen siegen. Komm, John, wir gehen. Warum denn so plötzlich? Wenn wir unseren Abschied noch länger hinauszögern, dann breche ich in Tränen aus. Warum denn, Jones? Oh, weil es hier so schön war und weil es hier so liebe Menschen gibt. Und weil ich wirklich Angst habe, dass uns die UNO noch einen Orden umhängt. Mm.